Nee. Plasmazellen. Und Handgranaten. Naja, geht so vom Preis her. Und nochmal. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Es wird jetzt ein wenig kostspielig, mal wieder. Aber was willst du machen? Gut, ich hoffe mal, das reicht. Dann machen wir den da und ich guck mal, ob ich mir talentemäßig. Nee. Guckt mal, eine Hälfte zu 33. Wir hatten gerade Level Up, also von 33 zu 34. Nice. Wir haben noch 18 Skill Points. Quatsch, Attributspunkte so rum. Resistenzen, ja, nicht jetzt. Fernkampfwaffen. Mein Lernpunkt. Wäre eine Option. Andererseits hätte ich gerne, dass die unsere Begleiter tatsächlich mehr Aua machen. Dafür brauche ich aber noch 20 auf Intelligenz. Ich garantiert so nicht hin, oder? Ne. Dann machen wir erstmal Geschick. Oh, es geht. Und dann Fernkampfwaffen. Wo warst du? Kampflehrer. Das war doch Jones hier, oder? Wo ist der denn, der alte Haudegen? Tschüss. Ja, tschüss. Ja, warum auch immer. Nee, Jonesy müsste oben irgendwo rumrennen. Theoretisch. Das ist nicht Jonesy. Da haben sich zwei angefreundet. Ach nee, das ist Ray und Tom, genau. Alles noch dran? Alles noch dran? Auf jeden Fall. Ich muss mich erstmal sammeln. Ja, du machst das schon. Na, du hast. So. Das ist doch ausgemachter Blödsinn. Wenn du das sagst. Ich weiß nicht, ob ich dir zustimme. Jo, sehe ich genauso. Der dreht doch sonst auch immer seine Runden hier. Mensch, wo ist der Typ denn? Geh mal bitte zurück nach Hause. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Wenn du willst. Ich muss mal kurz. Das hat er doch, oder? Nee. Doch. Nee. Mist. Wo ist der Typ, wenn du den brauchst? Hä? Ich müsste ihn auf der Karte sehen. Moment. Hinter uns. Da. Ja, moin. Bring mir etwas bei. Natürlich. Und zwar Fernkampf. Boing. Oha. Intelligenz, 5 Punkte. Gerissen, Quatsch, Geschicklichkeit und jo.
kann mir darüber keinen Kopf zerbrechen. Ich speichere nochmal richtig und dann gucken wir mal, ob wir mit der Hilfe von Nasty tatsächlich nochmal diese Quest erledigt kriegen, die wir schon eine Weile vor uns haben. Ich glaube, dass es ein Ende finden. Ja, der Krieg muss ein Ende finden, ich sehe es genauso. Warum habe ich das Gefühl, du bist jetzt mit der Kleinen zusammen? Jo. Ja, das stimmt. Sie ist, Ja, erspar mir das Gelaber. Oh. Mich interessiert euer Gefummel nicht. Okay, gehen wir auf Zyklopenjagd. Nichts lieber als das, komm mit. Mann, die macht einen fertig, die Frau. Tja. Ich skippe das mal, das hatten wir in einiger der vorigen Folgen. Naja. Das Scheißvieh sucht Ärger. Wenn die Kleinen loswerden. Einer. Hier nischt. Bye. So. Ach. So, wie sieht's mit dir aus? Stehst du wieder auf, Mädel? Die Kleinen sind tot, aber Nasty liegt auch erstmal lang. Das ist schlecht. Daneben. Da kommt noch ein Rex. Der greift den Zyklopen an, oder? Aua. Gott, das ist nicht so gut. Natürlich geht der Rex nicht auf die Zyklopen los. Die machen wieder gemeinsame Sache. Wen wundert's? Mich nicht mehr. Schon lange nicht. Ernsthaft. Ach. Schmerz. Wo ist die Olle denn? Was stehst du hier doof in der Gegend rum, Mädel? Hallo? Mitkommen. Natürlich. Echt? Ein Kampf. Alte, schieß drauf. Schon wieder auf dem Fußboden, ne? Das kannst du vergessen.
Vor allem, wie viel fressen die, ne? Ganz im Ernst, guck mal, wie viel Granaten ich da reinjage. Was das an Schaden macht, das ist nicht normal. Da hat man so wirklich ein bisschen übertrieben. Das könnte tatsächlich funktionieren. Theoretisch. Nee, nicht wirklich. Es hält auch nicht lange genug. Einer wäre, wäre es ein bisschen leichter. Aber hau doch erstmal auf den anderen, der hat doch schon wesentlich mehr Aua. Tja. Gott, ist die Olle doof. Meine Granaten machen eigentlich keinen Kratzer. Es ist extreme Ressourcenverschwendung noch immer. Da muss ich wirklich noch was an den Waffen machen und ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt tatsächlich, ich glaube, ich habe die Ressourcen nicht, ne, für das Aufwerten von der Knarre. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich mal gucken. Starker Energiespeicher. Die kann ich tatsächlich benutzen, wenn ich die aufwerte. Das ist die Frage, wo kriege ich einen starken Energiespeicher her? 13 Stück. Ich will hier kaufen. Zeig mir deine Ware. Natürlich.
Moment. Oh, es kribbelt im Ohr. Ich meine, ich glaube nicht, dass das ausreicht. Plasmazellen, Energiezelle. Nee. Energiespeicher. Ja, bei den Klerikern gegebenenfalls. Oder Nordabest. Nee, warte mal, das war. Doch, der hier. Da waren noch die Separatisten. Haben die sowas im Angebot? Haben die einen Händler? Nee, falsches Lager, verdammt. Wusste ich doch, hier bin ich falsch. Scheiße. Der da, Südabwässer war's. Moin. Oh, der ist abgehauen. Starke Energiespeicher, Anleitung. Nice. Ups. Verdammter Dieb! Hupala. Halt die Ohren steif. Jojo. Bäh. Geht's runter. Wie ist denn das, wenn wir... Ich habe gesagt, händlertechnisch und so müssen wir mal gucken. Aber die könnten wir theoretisch dann auch bauen, wenn wir jetzt die Anleitung haben. Zufälligerweise. Hat er da was Neues für uns? Achso. Das könnten wir tatsächlich mal... Wer von euch hat es geschafft, meinen Vater von eurer Sache zu überzeugen? Niemand. Vadek hat unseren Weg gewählt, weil er es wollte. Auch du wirst hoffentlich noch erkennen, was für unser Volk das Beste ist. Am besten fragst du ihn selbst danach. Er wartet auf dich, seit er hier bei uns ist. Oh, nice. Ich weiß jetzt, was Saddams Ass im Ärmel ist. Er kann Mutanten kontrollieren. Ich wusste es doch. Kein Elexitor gibt sich einfach kampflos geschlagen. Wie auch immer er das bewerkstelligt, er könnte sich damit zu einem ernstzunehmenden Gegner entwickeln. Pass lieber auf und glaube nicht alles, was er sagt. Ich schätze, wir werden nochmal von ihm hören. Der Pilger Thorald soll der Schlüssel im Kampf gegen den Hybriden sein. Also noch ein weiterer Spieler im Machtkampf um Xarkor. Ich glaube kaum, dass ein Berserker auf den Thron im Eispalast scharf ist. Unterschätze die Berserker besser nicht. Ihre Magie ist immer noch ein großes Mysterium. Zu viel Macht in der Hand von wenigen führt zwangsläufig zum Untergang. Du redest vom Hybriden und seinen Elexitoren. Ich sage nur, lass dich nicht blenden von netten Worten des Pilgers. Biete den Menschen Macht und sie werden sie ergreifen.